So, hallo, wie angekündigt, heute das Scherbenvideo mit meinem Archäologen zusammen. Ich hoffe, es gefällt euch. Gerne was in die Kommentare schreiben, auch falls ihr noch Fragen habt oder so. Ich kann die dann weiterreichen eventuell. Und ja, viel Spaß beim Anschauen. Also bei der Begehung auf Äckern ist es wichtig, dass man auch Scherben aufsammelt und genauso einmisst wie zum Beispiel Metallobjekte. Denn diese Scherben können Hinweis sein auf untergegangene Siedlungen. Aber sie können natürlich auf den Acker gekommen sein, wie viele andere Dinge auch, als sozusagen Müll aus der Stadt. Sehr schwer im Boden zu erkennen ist die mittelalterliche Keramik, die sogenannte graue Irdenware, die natürlich unscheinbarer ist als Mahlhornware, farbig glasiert. Diese Keramik, diese Scherben wird man sehr gut sehen, aber diese graue Irdenware hebt sich kaum vom Boden ab. Aber sie ist eben wichtig, um vor allen Dingen mittelalterliche Siedlungsstellen zu identifizieren. Diese Randscherbe, man sieht deutlich Drehrillen und hier eine Kehlung, kann zu einem Kugeltopf gehören oder auch zu einem Graben. Das ist anhand des Randes nicht immer zu identifizieren. Wir sehen also hier nochmal deutlich innen diese Kehlung und hier am Hals und zum Teil auch auf der Schulter die Drehriefen beim Kugeltopf, der einen Wackelboden hat. Genauso beim Graben eine leichte Kehlung, die Drehriefen, dann aber drei Beine, das ist charakteristisch für ein Graben. Und die Graben haben auch Handhaben, entweder einen Bandhenkel oder einen Stiel. Die graue Irdenware des 13. und 14. Jahrhunderts ist hart bis sehr hart gebrannt. Man sieht die Magerung an der Oberfläche und der Bruch ist geklüftet oder geschichtet. Der Übergang von der Irdenware zum Steinzeug ist fließend. Bei Temperaturen über 1000 Grad schmelzen die Mineralien im Ton. Der Bruch wird glatter, bis schließlich beim voll ausgebildeten Steinzeug der Bruch ganz glatt ist, so glatt wie bei Glas. Im 13. Jahrhundert begann in Südniedersachsen, dem sogenannten Pottland, die Produktion von Fasssteinzeug, das ganz charakteristisch außen auf der Oberfläche eine Ongobe trägt, eine sogenannte Lehmongobe und deshalb so braun, rotbraun erscheint. Die Gefäße sind im Inneren zum Teil auch rotbraun, aber auch zum Teil nicht mit einer Ongobe innen versehen. Ganz charakteristisch für diese Ware ist der Wellenboden, der dem rheinischen Steinzeug entlehnt ist. Die häufigsten Formen sind Kannen oder Krüge. Das Siegburger Steinzeug, das in Siegburg in der Nähe von Köln produziert wurde, erscheint an der Oberfläche hellgrau, beige, rotbraun, häufig geflammt. Und ganz typisch sind die Wellenböden bei den Kannen und Krügen. Wir kennen den Wellenboden aber auch von vielen anderen Formen, zum Beispiel von
Trichterhalsbechern. Ganz charakteristisch ist im Bruch diese glatte Ausbildung. Das heißt, das Material ist bei etwa 1200 Grad gebrannt und deshalb voll gesintert. In Siegburg wurden auch sogenannte Schnellen hergestellt. Sie fallen auf durch ihren weißen Ton und die großen Auflagen, die in Ton geformt und dann auf die Gefäße gebracht wurden. Sehr zahlreich findet man rote Irdenware, die innen glasiert ist, mit charakteristischen Griffen. Das sind überwiegend Grapen, also wieder Gefäße mit drei Beinen. Ebenfalls aus Südniedersachsen im Pottland stammt Mahlhornware, sogenannte Weserware, gelbe Irdenware, die mit einem Mahlhorn bemalt wurde. Ganz charakteristisch sind diese geschlängelten Linien, die umlaufenden Linien oder wie bei diesem Grapen Rollstempel, die aufgebracht wurden und über diese Rollstempel wurde dann nochmal mit einem Mahlhorn eine weitere Verzierung angebracht. Im Gegensatz zur Weserware ist die sogenannte Werra-Ware häufig figürlich verziert. Sie sehen hier eine Hirschdarstellung und eine Datierung. Die Werra-Ware ist im Bruch rötlich. Seit dem 17. Jahrhundert wurde im Westerwald kobaltblau glasiertes Steinzeug hergestellt. Im Bruch wieder ganz glatt und charakteristisch ist eben diese Glasur mit Kobalt. Es gibt Applikationen, wie hier wiederum, Humpen, Kannen, Krüge sind die Hauptform. Es gibt Anfänge der blauen Glasur, der Kobaltglasur im Rheinland, in Frechen, und Töpfer wanderten dann aus dem Rheinland in den Westerwald und produzierten dort weiter. Irdenware, Kugeltopf, Kannen mit einem Ausguss, Kanne mit einer Tülle, hier wieder eine Kanne mit einem Ausguss, aber diese Formen gehören auch zu Krügen. Diese graue Irdenware muss nicht immer ganz grau sein,
sondern kann auch noch ja, im Spektrum gebrannter Erden sein. Es kommt eben auf die Atmosphäre im Ofen an. Hier sieht man einige Formen des südniedersächsischen Steinzeugs. Das sind kleine Kuken mit zwei Henkeln und einem Ausguss, Flaschen, große Vorratsgefäße. Westerwälder Steinzeug mit der kobaltblauen Glasur mit Auflagen, zum Teil Wappenauflagen, die man identifizieren kann. Siegburger Steinzeug, kleinere Krüge, schlanke Kannen, die zum Teil auch als Jakoberkannen bezeichnet werden, dann Trichterhalskrüge, zum Teil mit Auflagen und dann die reich verzierten Schnellen. Eine Ongobe, also ein dünner Tonbrei, der eisenhaltig ist, wird über das Gefäß gegossen oder das Gefäß wird getaucht. Mhm. Salzglasuren, wie beim rheinischen Steinzeug, kann man daran erkennen, dass die Oberfläche leicht narbig ist. Salz wurde in den Ofen geschaufelt und schlug sich dann auf den Wandungen nieder. Dieses Gefäß ist mit einer Bleiglasur versehen worden. Bleiglasuren im Inneren der Gefäße sorgen dafür, dass man sie besser reinigen kann. Außen sind diese Bleiglasuren Verzierung. Blaue oder violette Glasuren erreicht man, indem man Kobalt beimischt. Leicht zu verwechseln mit der mittelalterlichen grauen Irdenware sind die Jütepötte, die in Jütland im 17. und 18. Jahrhundert gefertigt wurden. Diese Töpferei, ausschließlich von Frauen durchgeführt, ging auch bis ins 19. Jahrhundert hinein. Ganz charakteristisch sind diese scharfen Umbrüche und die geglättete Oberfläche im Inneren der Gefäße und zum Teil auch außen. So, das war jetzt das Schermvideo. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Unten in der Beschreibung packe ich euch nochmal ein paar Links dazu, nochmal zum Thema Scherben oder generell zum Thema Keramiken, sag ich mal, die ihr euch gerne nochmal anschauen könnt, wo ihr nachschlagen könnt, wenn ihr was findet eventuell. Aber das ersetzt natürlich trotzdem nicht den Gang zum Archäologen oder zum Museum. Thank you.